Moin Bürger, willkommen zurück beim LBTL. Die Plaste ist nicht da, aber dafür der Kalberle. Moin Bürger. Moin Bürger. Und wir haben uns überlegt, weil wir jetzt, der Kalberle hat noch einen zweiten Schädel gefunden. Wir gehen jetzt auf die Jagd nach dem dritten Schädel und dann legen wir mal einen Wizard, ne? Ist doch auch mal eine Maßnahme. Schönes Beacon auf dem Grundstück. Schade. Nee. Was wollte ich jetzt? Genau. Verzaubern. Ich mach mich mal kurz. Ja, ich verzauber nur kurz und dann komme ich mal in die Nähe. Bin unterwegs. Bin da. Ach, was schön. Hast du hier was in Lohnsborne gebastelt? Willst du hier professionelle Falle machen oder was? Ja, schauen wir mal raus. Sind jetzt erstmal die beiden Lohnspawner genau mit dem Spawnbereich zugepackt. Ja, und dann müssen wir reisen. Der Fall so nah beieinander, so exklusiv. Hier ist jetzt weiter. Ja, ich weiß. Ich guck mal, ob ich ein Skelett finde. Lass uns jetzt mal zu der anderen Festung flitzen. Wir spawnen grad nix. Vielleicht haben wir dann Glück, wenn wir wiederkommen. Hoffentlich mal. Die ist ja auch nicht weit weg. Kurz gucken wegen Gast, weil jetzt wird's gefährlich. Jetzt müssen wir schnell über die Brücken. Na, da drüben siehst du die kleine Brücke. Wo es dort hochgeht, die Treppe. Da ist schon die Festung. Total easy, echt nie weit. Hier ist Plastifuchs mal gestorben, genau in dem Feuer hier. Da sind wir ja schon. Und hier ist nämlich auch ein Nether-Tor. Da haben wir weit weg vom schon mal in der Oberwelt einen kleinen Set-Home sozusagen. Und? Sieht's hier aus? Also jetzt noch keine Skelette. Das ist krass, ne? Immer wenn ich hier durch bin, waren immer Skelette. Jedes Mal, wenn wir hier waren. Das sind neue Nethergeräusche, oder? Wo bist du? Ja. Ah, es steht hier oben auf dem Dach. Wizzy. Hey. Hallo. Hallo. Hatte nur Kohle für mich. Ah, dort stehen zwei ja noch, aber eine Lowet in der Nähe. Oh, ich hab's Wizard-Skelett getroffen, das wollte ich doch gar nicht. Oh, zwei Lohn. Autsch. Oh, genau. Die haben ganz schön Reichweite bekommen, oder? Ja, die sind übelst verbessert worden. Autsch, nochmal. Aber zwei Wizard-Skelette. Hast du schon beide? Nee. Nee, der andere lebt noch. Oder auch nicht. Oh, jetzt will ich. Alright. Okay. Ich sehe keine mehr. Ah ja, doch, dort hinten zwei. Müssen wir doch nochmal rüber. Oh, drei Stück. Vier. Ah, hier ist auch ein Schleim. Pass auf, Schleim hinter dir. Pass auf, wo ist das Skelett? Teamwork. Eins. Oh.
höre noch ein Skelett. Ja, ein Splinterkopf. Echt? Ja. Nice. Wie dezent er sich freut. Ja, ein Wizardkopf. Geil, Alter. Ja, na klar, völlig am Rad drehen. Alles klar, ich stell mal die Endertruhe auf, Bürger. Ja. Oh, aber mal geschützt wurde Lower. Wo bist du hin? Hier hinterher. Ach da. Autsch. Oh. Dämliche Lower. Kommst du rein? Ich hab unendlich... Oh, ich guck einmal um die Ecke und sofort. Kann ja nie wahr sein. Hau jetzt den Schädel hier in die Truhe. Komm her. Nein. Diamantrüstung, Sattel. Das, das. Okay. Komm, lass uns verpissen. Alles klar. Na dann. Ab nach Hause, hä? Na, aber hallo. Wollen wir den in der Oberwelt killen? Also unten auf dem Bedrock? Ja. War das nicht so, dass wir nicht nach oben springen? Na, na. Also gehen wir unten. Sag mir, wenn ich in den Laser gehe? Ja, der kann ja nach unten springen. Also lieber auf dem Bedrock in der Oberwelt. Das ist die sicherste Variante. Wir können ja auch noch mal ein paar krasse Varianten machen, aber ich würde erstmal eine sichere machen. Erst einen platzierten dritten. Nice. Oh yeah. Na dann, würde ich sagen, goldene Äpfel schnappen und runter zum Bedrock. Alles klar. Ach, haben wir Seelensand eingepackt? Wie der Zufall es so möchte, habe ich hier fast nicht weg. Kommst du wieder zum Häusel? Gehen wir runter zum Bedrock. Ich erkläre mich noch von dem Schwachsinn. Dann trinke ich einen Schluck Tonic. Mach der. Das Getränk für Männer. Ach. So, jetzt bin ich high. Jetzt können wir losmachen. Auf geht's. Read. Let's run. So, ich bereite hier schon mal vor. Kleinen Raum zum Wizardspawn. Und, ja, brauchen wir eigentlich nie, aber einen kleinen Fluchtweg. Kleiner Fluchtweg ist nie verkehrt. Plastifuchs hat mir gerade ein Bild gemailt. Diese, eine Riesenschlange an der Kasse. Und er hat das Bild genannt Long Way to Kasse. Puh, kurz durchatmen? Ja. Bereit? Nee, nicht wirklich. Natürlich. Zack. Geht los. Ich muss jetzt nicht erstmal spawnen und so weiter. Hä? Autsch. Oh. Schwer ist es schon hart, ne? Ja. Ui, 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 ui. Alter, Falter. Yes! Oh. Puh, ich hab einen Wizard-Effekt. Könnte sein, dass ich jetzt verdore. Ja. Ja, kann passieren, aber... Ah, oh, schnell wieder runterflitzen, dass das Zeug nie wegkommt. Ja, so schnell geht's nur auch nicht. Oh, mein Herzl. Mein Herzl. Mein Herzl. Naja, ich bin da immer so aufgeregt. Oh, ich dachte schon, was denn das? Da steht ein Wüstenzombie draußen vom Zaun. Uiuiui. Oh, schnell wieder runter. Hui. Hui. Puh. Alter Falter. Nicer Kampf. Es war schon ein bisschen knapp. Aber, ja. Naja, es ist halt... Man unterschätzt es leicht, weil es auf schwer war, ne? Jetzt heißt es... Beacon bauen.
Hatte ich noch. Ich weiß gar nicht, ob ich noch Obsidian hatte. Ich dachte, ich hatte noch welchen, oder? Nee, doch nie. Mist, wir haben keinen Obsidian mehr. Ja, es geht mir aber nicht mit. Daran soll es nicht scheitern. Nee. So, schnell Obsidian holen hier. Zack. Nehmt gleich mal. Ach, ich habe jetzt keinen Bock, ne, das reicht. Brauchen wir nur 3 Stück. Und ab geht er zurück. So, und jetzt noch Glas. Und schon kann man basteln. 3 Obsidian. Netherstern. Glas drüber. Check. Unser erstes Leuchtfeuer. Yeah. Gab natürlich noch keinen Erfolg, den gibt's erst, wenn wir's setzen. Hübsch, hübsch muss schon sein, ne? Hübsch kommt später. Ach, alles auf einmal hübsch schaffst du dann auch nicht. Das ist schon immer, ein bisschen muss man schon. Ja, ich bin nicht für beides, das ist Fundament, die vernünftig ist. Dann machen wir mal ein paar Eisenblöcke, ha? Ja, ja. Machst du gerade? Ich bin schon dabei. Achso. Warum? Wie lässt du denn? Schmelzt sich das Eisen kleiner? So, sind wir soweit. Kann das Beacon gesetzt werden? Bist du bereit? Achtung, hast du noch einen Eisenbarren einstecken, um es gleich einzustellen? Und der Zucker ist immer der Habe ich das. Und dann? Klack! Da ist es! Ja. Nice! Was will man für eine Farbe nehmen? Oh, was ist denn? Und jetzt erstmal Schnelligkeit oder Eile? Schnelligkeit, ja. Wir rennen hier eh mehr rum, als dass wir abbauen. Ich mache erstmal Schnelligkeit, kann man ja auch jederzeit umstellen. Das können wir dann machen. Größter Effekt. Na? Ja? Ah, da ist er. Schnelligkeit. Nice. Hey. Jetzt nur gelassen für mich. Nice, nice. Und was nehmen wir für eine Farbe? Da ist Plastifuchs auf jeden Fall einverstanden. Also, Farben haben wir. Hellgrün oder normales Grün? Ich glaube, das Hellgrün sah besser aus. Ja, ich glaube auch. Alles klar. Haben wir gleich genug Grün. Tschack. Nice. Schön, schön, schön. Na, dann hätten wir doch das Beacon. Das erste. Ich muss sagen, im harten, im Schwermodus ist das ganz schön hart. Das ist noch ein bisschen was anderes. Ich hatte gar nicht dran gedacht, dass wir hier auf hart spielen. Aber man merkt es dann. Alles klar. Sonst war das immer ziemlich entspannt. Ja, auf jeden Fall. Dann, sag ich mal, war mal eine kurze Folge. Bis zum nächsten Mal. Und guten Rutsch ins neue Jahr. Ach ne, jetzt ist ja schon neues Jahr, wenn die Folge online ist. Also gesundes Neues. Gesundes Neues. Ja. Bis denn und ciao. Ciao.